Bitte mit mir, O'Neill. Ah, es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und Sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Ja, genau. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden Sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, hä? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss, was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? Oh, der hat doch die Markierung gemacht, oder? Aha. Resonanzpunkt. Ja, dann gehen wir doch mal hin, ne? Moin, was war das denn? Ich war voll auf dem Kopf drauf. Jetzt hat er natürlich daneben geschossen. Ey, leck mich am Arsch. Gibt's doch gar nicht, ey. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Boah, Headshot, ey. Yeah.
Was ist das überhaupt so, das Licht von dem Auto? Der hält da irgendwann eine Hand fest. So. Mein Gott, ey. War alles gar nicht so geplant, ey. Naja. Hol. Ja. Aber flotte Schuhe, ja. Hier war ich doch schon mal drin, oder? Ja, klar war ich hier schon mal drin.
Ja, das ist da vorne, ey. Oh, guck mal, das ist eine Pflanze. Jetzt machen wir der Alten ein Messer in den Rücken. Was rennt die denn auf einmal wieder los, ey? Was ist denn, was stimmt nicht mit der? Die Alte nicht. Da kommt die, komm, Kuru, 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 komm. Ja. Ja, schön, Alter. Passiert jetzt gerade nicht, ne? Hat die mich jetzt... Ey, das gibt's doch nicht. Lecco mio, ey. Keine Munition mehr hier. Ist denn da irgendwas im Bus? Gut. Ja. Na gut. Was haben wir das? 6. Da war doch gerade ein Gegner, oder nicht? Da war doch jemand in der Hocke gerade, oder habe ich das falsch gesehen? Wer sieht mich denn?
Zufall. Wird da gar nicht so, der Typ. So, stampfen. Ich weiß gar nicht, Maus 4, dass man stampfen kann. Er rennt doch bestimmt gleich wieder los, plötzlich. Oh, jetzt. Scheint nicht. Auf sie jetzt hier warten. Und das ist ein bisschen doof. Ich kann ihn nicht richtig sehen. So. Da ist er. Die Alte wieder plötzlich auf mich zuläuft. Ey! Gibt's doch nicht, ey. Wieder alles verschossen, ey.
da passiert jetzt? Aha, guck mal. Aha. Auf! Oh mein Gott! Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander. Und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte, der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte, er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer! In Beacon steckte meine Tochter nicht fest! Okay, beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Nimm mal ein Schlückchen. So. Jetzt gehen wir kurz noch mal eine Runde in den Spiegel. Hä? War diese Tür schon immer da? Nein. Da habe ich mich nämlich gerade auch gefragt. Die ist neu. Wieder da, Detective. Yes, Baby. So, zum her, was haben wir hier? Heilung. ...7500 brauche ich. Okay, weiß ich Bescheid. Dann bis später. Haben wir noch einen Schlüssel? Weiß ich gar nicht. Ja. Haben wir nicht. Nein, dann brauche ich deine Dienstleistung erstmal nicht. Erstmal die Lage checken. Speichern und in die Tür rein. Ist das? Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Das ist ja verrückt. Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Thank you.
Übung macht den Meister. Genau. So alles geregelt. Also, okay, kann ich noch eine spielen? Oh ja. Ja. Klar, leicht. Dafür haben Sie sich Applaus verdient. Da draußen gibt es bestimmt jemanden, der Ihnen Beifall klatscht. Ja, aber... ...1800, da kriegt der grüne Gel, oder? Anscheinend. Sollen wir mal machen. Ein bisschen schneller sein. Schlecht. Ja, aber immer noch nicht geschafft. Noch schneller sein. Komm schon! Mich verarschen? Wie soll ich die denn? Nicht schlecht. Aha. Wahrscheinlich muss ich auf den Kopf schießen, dann kriege ich wahrscheinlich mehr Punkte, oder? Aber ich probiere dann nochmal. Ah, genau. Er trifft genau, wie er es beabsichtigt. Nicht wahr, Detective? Yes. Er trifft genau, wie er es beabsichtigt. Nicht wahr, Detective? Ich hätte es ja haben müssen. Ach, easy. Hätten wir gleich das Ding schon holen, wa? Thank you.
Hab ich doch gerade schon geschafft. Ist doof. Verdammt, ja! Okay. Was war denn noch hier? Oh ja. Schwer. Was muss ich denn hier machen? Was ist denn hier schwer? Ich bin, die Maus ist viel zu sensitiv, zu viel. Gibt's doch nicht. Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Scharfschütze, wenn ich das wusste ich doch. Belohnung, sehr schwer. Oh fuck. Läuft 2700 nur. Sehr gut, Detective. Ihr Training da draußen scheint sich auszuzahlen. Ja, komm. Wir gehen jetzt mal raus. Wir haben ja jetzt erstmal genug. Wir können ja jetzt. Können wir nochmal ein anderes Mal machen. Wir gehen jetzt erstmal. Ein Upgrade machen. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Oh. Heilung kurz vor Tod. Yes. Weiter geht's. Was hat denn hier? Ja. So, jetzt gehen wir zurück.
speichern und gehen in den Computer rein. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Ja, wir haben doch gerade war da eine Schrottmunition oder so noch nicht? Ah, ja. B2 zum Ausgang zu gelangen. Mark B2. Natürlich auch keine Karte oder so. Haha! Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Nee, anscheinend ja nicht. Was ist das denn hier? Was ist da? Oh, da liegt einer auf dem Boden, hab ich gleich gesehen. Ah, was steht da? Schießpulver. Was war das? Was war das? Oh. Natürlich habe ich kein. Ah, vielleicht ist da hier einer drin.
fette Tür, ey. Toll. Sie werden doch bestimmt alle gleich wach. Da kann ich hoch. Sind hier oben. Das kannst du mal gucken. Lucky Chicken. Ja, korrekt. Cool. Megir. Ja. Steht bestimmt gleich auf. Oder auch nicht. Gehen wir schon wieder raus. So, bei denen können wir mal gucken, was da los ist. Nichts. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann's ja mal versuchen. Notfallabriegelung aufgerufen. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Das Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Mein Gott, ey, alles daneben geschossen, ey. Hinter dem Baum.
kletter hier einfach gleich hoch und wenn die dann kommen, hau ich den einfach weg. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann's ja mal versuchen. Notfallabriegelung aufgehoben. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgehoben. Bedenkensystem wird neu gestartet. Toll. Ich dachte, ich kann die... Nein, komm schon. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Notfallabriegelung in der Sicherheitsanlage aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Wo? Jetzt kommt doch die Hexe, oder nicht? Ja, da ist sie, Alter. Ey, der hat mich... Noch nicht gesehen, ey. Gibt's doch nicht. Das war's hoffentlich. Muss Munition sparen. Systemdurchstand abgeschlossen. Notfallabriegelung vollständig aufgehoben. Munition sparen. Ja, okay. Munition sparen. Oh, baby. Jetzt fängt es schon wieder so an mit diesen komischen Gegnerhorden, ne?
Was nehmen? Was soll ich denn nehmen? Ach so. Was ist das? Was ist das? Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dieser Geruch. Lass die Brücke runter. Okay, mach die Fäkalien weg. Oh, geil. Eigentlich müsste die Treppe total versifft sein. Also irgendwie. Hopp, ab nach oben mit dir. Wie Gott ist. Jetzt muss ich wahrscheinlich Maske. Das ist also das schlimme Gasleck. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Ah, doch. Scheint sich nicht so gut drauf, die Alter. Oh. Die Ego-Perspektive hat auch was, ne? Vielleicht sollte ich die doch weiterspielen.
Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Scheiße, ey, die kann man nicht platt machen, die. Mit. Geht's hier rein? Packt man den nochmal von hinten. Augen auf, Junge. Hoffentlich hat das was gebracht. Beim ersten Mal. Komm. Ey, das gibt's doch nicht, dass der. Muss grad sagen, diesmal überlebt er das aber nicht, oder? Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Die Maske roch fürchterlich. P2, steht er doch. Oh, lass uns das nehmen. Das ist doch mit dem Computer.
Mhm. Ja, wo lang? Muss ich hoch? Muss ich hier lang? Du weißt gar nicht, ne? Ach, guck mal. Oh, tritt auf. Du weißt nicht, was hier ist, aber einfach auftreten. Eine Harpune. So. Klar, muss ich da wohl lang. Ich hab's falsch gedeutet. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Ah, hier war nichts, ne? Ne. Hier liegt auch nichts. Da liegt ein. Geht nicht! Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunneln verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Ihr könnt es nicht. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Mark betroffen. Diese Dinger versuchen einzudringen. Ich brauche Hilfe! Seite sind wir sicher, kommen Sie rüber. Geht nicht! Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in Exit B2. Endlich komme ich hier raus. Endlich. Das ist nichts mehr, ne? Liegt hier hinter was? Yeah, Werkzeugteile. So.